So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute stelle ich mal meine Top 3 Mikrosongs vor. Also ja, let's go. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll in der Anmod. Yippie! Die Top 3 Liste beschränkt sich auf meine eigene Meinung zu den verschiedenen Mikrosongs, die ich dort drin genommen habe. Also, wenn hier jemand eine andere Meinung hat, kann er die mir gerne in die Kommentare schreiben. Darauf werde ich dann antworten halt. Oder keine Ahnung, was ich damit mache. Jedenfalls, lass uns beginnen. Platz 3 macht Even oder Levin Polka. Generell finde ich den Song ja. Ja, der hat so einen Vibe, so halt sehr. Der hat gute Laune vermittelt. Und generell höre ich mir den Song ab und zu mal ein bisschen an. Und wie ihr seht, habe ich den auch in den Zwischenblenden eingebaut. Heißt, dieser Song hat mir sehr gut gefallen, dass er in der Top 3 sogar gekommen ist. Von der Melodie her gefällt er mir und so der Retro-Vibe in diesem Beat hat mir auch gut gefallen. Jedenfalls würde ich sagen, dass es in der verdienten Top 3 gelandet ist. Und ja, wir sehen uns bei den Top 2. Auf der 2 haben wir Anamana Gotchi, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Warum auf der Platz 2? Das ist ganz einfach zu erklären. Weil der Anfang sauböse ins Ohr geht. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Weil dieses... Das hat was Catchiges. Besonders noch der zweite Teil vom Song halt, wo da so ein bisschen Hip-Hop-mäßig gemacht wurde. Ist auch... Ging auch böse ins Ohr. Generell, der Song geht böse ins Ohr. Es ist einfach ein starker Ohrwurm-Faktor und den pumpe ich mir gerade aktuell am zweithäufigsten von der. Also ja, wenn ich irgendwas im Stream davon singe, dann wisst ihr, ich habe einen Ohrwurm von dem Song. Und es ist sehr catchy gehalten, muss ich auch sagen. Also eine verdiente Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum ersten Platz. Platz Nummer 1 haben wir den Corona-Mikrosong, will ich jetzt mal sagen. Hat der überhaupt einen vernünftigen Namen? Ja, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, das ist sehr hilfreich. Also weshalb bist du auf der 1? Erstens, es hat eine Backstory, also eine interessante Storyline. Und ich sage mal, besser sagen wir es so, ich verbinde halt damit viel mit dem Song quasi. Mit dem Song haben Henry, ich, Alga und Scrob Keita einen Kanal aufgemacht wegen dem Song. Und welche Überraschung, wir haben den Corona Mikro genannt. Ihr habt diesen Lied. Was ihr diesen Lied zu verdanken habt, ist, dass es Corona Mikro gibt. Und der war so catchy, ich habe mir das einen Monat durchgepumpt. Bis heute will ich das noch durchpumpen. Und halt dieser Party-Vibe. Es ist zwar Corona, aber hey. Mit dem Song kann man sich halt ein bisschen den Tag halt entspannter machen lassen. Heißt, man nimmt das Ganze nicht so angepisst wahr mit der Corona-Situation, die sich hoffentlich bald ändern wird. Aber halt, so als Überbrückung für den Lockdown kann man sich das im Prinzip halt gut geben. Und ja. Es ist auch catchy gehalten. Animation auch wieder on fleek. Und das waren meine Top 3 Mikrosongs. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne Like lassen, das gerne teilen und ja, subscribe for more content. Und subscribe zu Corona Miku, weil der Kanal ist cool.